Moin, der Wolfgang hier aus St. Peter-Ording vom schönsten Ort Europas, inklusive spielbaren Mondenkind. Ich möchte euch ein neues Format vorstellen, und zwar Best of. Und zwar würde ich euch gerne 5 Spiele zeigen, die, ja, so ein Top 5 von den Kartenspielen, von den kleinen Spielen, die wir haben. Da wäre als allererstes ein Spiel vom Amigo Spieleverlag, Lobo 77. Wunderbare Gelegenheit, auch so das Addieren und Subtrahieren im Raum von, ja, bis 100 maximal. Das heißt eigentlich nur bis 76, aber wunderbare Geschichte. 3 Lebenspunkte hast du, du musst sie verteidigen mit den Zahlen. Dabei addieren wir oder subtrahieren die Spielkarten, die wir in Form von Zahlkarten hier haben. Tolle Geschichte, werdet eine Menge Spaß mit haben. Die zweite Variante, das zweite Spiel, Take That, das ist vom Nürnberger Spielkartenverlag. Take That ist so eine Art, na, ich würde sagen, so ein bisschen Richtung Elfer raus. Du hast einen Ablegemechanismus, musst schauen, dass du deine Karten ablegst und dabei möglichst wenig Minuspunkte kassierst. Ebenfalls wunderbare Geschichte. Die dritte Variante, unsere Stammkunden werden es kennen, Kabu. Ich muss dazu nichts weiter sagen. 4 Karten, die du nicht kennst, vor dir liegen hast, musst du versuchen, in der Summe so klein wie möglich hinzubekommen. Ein Evergreen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich, auch das werden viele von euch kennen, die fiesen 7 vom Verlag 3 Hasen in der Abendsonne. Ein wunderschönes Spiel. Ja, der ein oder andere sagt, es ist ein Trinkspiel oder auch ein Partyspiel. Sagen wir, es ist ein Partyspiel, das du wunderbar mit 2 bis 6 Spielern spielen kannst. Auch hervorragende Geschichte. Und last but not least, ebenfalls nochmal einer, wo wir die rechte gegen die linke Gehirnhälfte ausspielen. Panic Lab. Panic Lab, ebenfalls ein Partyspiel. Wir müssen Amöben fangen, die aus unserem Labor ausgebüxt sind. Mal rechts rum, mal links rum, dann geht es durch die Klimaanlage, kommt auf der anderen Seite wieder raus. Die Amöben mutieren, verändern sich. Wer schafft es, die gesuchte Amöbe als erstes zu finden? Der bekommt einen Siegpunkt. Alle diese Spiele bekommt ihr bei uns erklärt, selbstverständlich. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuschauen und bis bald am schönsten Ort Europas. Ciao.